Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Literaturcafé. Ich finde es schön, dass sich nicht so viele hier eingefunden haben, dass das eher ein privater Rahmen ist zwischen mir und euch. Ich habe nämlich auch eine sehr private Geschichte mitgebracht. Das ist die Geschichte von meinem ersten Mal. Und wer mich jetzt anguckt und sich denkt, oh, wohl kaum, für die ist dieser Titel, dies ist keine Science Fiction. Wie jede gute Geschichte beginnen wir nicht mit dem Höhepunkt, sondern vorher. Ich war 16 und hatte meine damalige Freundin zum Essen eingeladen. Ich bin nicht wirklich ein Gourmet, was sich ganz gut daran zeigen lässt, dass ich der Erfinder des Versagersalats bin. Das Rezept ist denkbar simpel. Man nimmt einen Salatkopf, schneidet eine Ecke heraus, ähnlich wie bei einer Melone oder einer sphärischen Pizza, welche ich auch noch zu erfinden gedenke. Danach beugt man sich über die Spüle, lässt Dressing über den Salat laufen und beißt hinein. Der Profi rundet dieses traurige Bild ab, in dem das einzige Licht in der Küche der offene Kühlschrank ist und man als Dressing seine eigenen salzigen Tränen nimmt. Das ist übrigens super Festivalessen, mein Lieber, super Festival. Ich musste also bei der Restaurantwahl auf einen alten Trick zurückgreifen. Mir wurde mal erzählt, dass gute Restaurants keine Pfeffermühlen auf dem Tisch stehen haben, da das Essen ja perfekt gewürzt aus der Küche kommt. Zuerst überlegte ich, da Tottes Frittenbude keinen Pfeffer hat, sie einfach dahin einzuladen, entschied mich aber dagegen. Der Witz war es mir nicht wert und ich wollte irgendwann mal in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden und dafür braucht man einen Hauch von dem, was man Romantik nennt. Ein Italiener sollte es sein und ich befahl, möglichst viele an Penis erinnernde Gegenstände auf den Tisch zu platzieren. Kerzen, Zucchini, Cannelloni, alles da. Das Essen war dann auch angemessen schmackhaft und so verließen wir die Lokalität kurze Zeit später wieder, um den Heimweg anzutreten. Emotionen von Menschen zu lesen fiel mir immer recht schwer, aber in ihrer Hand, in meiner Hose, meinte ich zu erkennen, dass der Abend ganz gut verlief. Zu Hause angekommen, begann ich die Stimmung weiter anzuheizen. Während sie ihre Schlafkleidung anzog, drehte ich mich, Gentleman wie ich bin, natürlich weg und legte eine CD von Michael Jackson auf. Der Mann hat viele Fans berührt, wieso nicht auch sie? Den lasse ich gerne. Brauchte der so lange oder habt ihr tatsächlich nur aus Höflichkeit applaudiert? Sie trug nun ein Schlafshirt, auf dem ein gezeichnetes Pferd war, welches statt Hufen Rädern hatte mit der Unterschrift Pferd. Selbst schlechte Wortspiele würden mich jetzt nicht mehr aufhalten können. Ich tat, was man mir beibrachte, wenn man etwas berührt, was einem sehr wichtig ist. Bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben war das nur der Arbeitsspeicher meines PCs, also touchte ich einmal an die Heizung, um mich zu entmagnetisieren und machte mich ans Werk. Die ersten Brüste, die man sieht, sind etwas ganz Besonderes. Man sieht sich selbst von außen zu, wie der Vorhang, der das Shirt ist, langsam angehoben wird und fühlt sich ein bisschen wie beim Glücksrad. Oh, links toll nehme ich. Oh, rechts noch besser. Super. Es ist nur meiner ungeheuren Selbstbeherrschung zu verdanken, dass ich nicht vor Freude auf dem Bett auf und ab sprang und in einer Haarbürste Always I Gonna Be With You zu singen begann, sondern stattdessen mit meiner Hand an dieser perfekt geformten Auswölbung meiner Fantasie in die Realität rumfuddelte. Von Streicheln, Betasten, Massieren oder ähnlichen Worten kann nicht die Rede gewesen sein. Allein das Wort Fuddeln beschreibt die dilettantische Bewegung, welche meine zitternden Hände wie automatisiert vollführten. Wir begannen uns unkoordiniert aneinander zu reiben und taten, was wir für sexy hielten. Sie knabberte an meinen Brustwarzen, was auf mich dieselbe Wirkung hatte, als würde sie mich mit einem Hering schlagen. Da es mich nicht anmachte, sondern einfach nur verwirrte. Ich im Gegenzug streichelte alle Körperstellen, von denen ich nicht genau wusste, wozu sie da waren. Und rein mathematisch muss ich irgendwann sicher mal ein oder zwei erogene Zonen gestreift haben, was ich bis heute zu meinen größten Erfolgen werden würde. Kurz gesagt, wir stellten uns an wie ein Rentner, der vor einen PC gesetzt wird und gebeten wird, doch mal bitte schnell die Treiber neu zu installieren. Wir lagen... Ist das geil? Wir lagen uns in den Armen, küssten und kamen langsam doch noch bis zu dem Punkt, den die Profis Erregung nennen. Und dann war Schluss. Einfach so. Und in ihren Augen sah ich einen Ausdruck, den ich schon oft sah. Ich konnte ihn deuten und er sagte, ich bin nicht sauer, ich bin nur sehr enttäuscht. Danke.